Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel. Wir schauen uns heute an, wie der perfekte Kopfbau mit Tenches aussieht. Und dafür habe ich mir einen Experten heute dazu geholt, der auch schon Experte in Wind Challenges ist. Der liebe Alex ist mit am Start. Und, Hoch-Challenge, Win-Challenge, wie du möchtest. Alex ist in letzter Zeit häufiger am Start und konsumiert seit einigen Jahren Tenches. Hat mir in den letzten Wochen so ein bisschen Tipps und Tricks gegeben, um meinen Tenches-Kopfbau noch ein bisschen zu verbessern. Beziehungsweise mir auch nochmal so ein paar Einführungsdinge erklärt, würde ich sagen. Die Basics. Ich habe tatsächlich Tenches einfach immer nach Gefühl gebaut. Also wie es mir gefallen hat. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass er noch so ein bisschen tiefere Experience hat, auch schon mehr Erfahrung in diesem Bereich hat, durch Kontakte in die USA zum Ex-Tenches-CEO, aber zum Tenches-Gründer. Nee, das war ja der Gründer, der mittlerweile verstorben ist, leider. Also Rest in Peace an der Stelle natürlich, trauriges Thema. Der Gründer von Tenches ist mittlerweile verstorben. Er war ein Freund, kann man sagen? Bekannter, aber ich bin sehr gut befreundet mit George. Okay. Also er kannte den Gründer von Tenches, der leider vorletztes Jahr verstorben ist, kennt noch jemanden, der sehr eng mit Tenches verpartnert ist, Hauptvertriebler ist in den USA und dementsprechend sehr viele Erfahrungen auch in den USA direkt mit Tenches gemacht hat und kennt auch so ein paar Insights, was den Tabak an sich angeht, was das Flavoring angeht, was die Produktion angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es keine bessere Person in Deutschland gibt wie dich. Als dich. Oh, ich hab's so schön gesagt und my er. My pussy hurts! Oh, Digga, er korrigiert das, ey. Nein, das war so schön. Wir haben uns im Vorfeld des Videos schon Gedanken gemacht, welche Köpfe wir für dieses Tutorial nehmen können und haben uns für den Glina Alien entschieden und für den Alpaca Huacaya. Das sollten Köpfe sein, die beide noch in Deutschland verfügbar sind. Oder schon in Stock sind. Oder bei euch im Vorrat, im Inventar schon vorhanden sind, wie der Huacaya zum Beispiel. Den Glina gibt es zum Beispiel noch bei Wolke 7, Shisha Dome. Auch da könnt ihr mit dem Code HUGES15 und HUGES10 sparen beispielsweise. Aber auch bei Google könnt ihr einfach mal die beiden Modelle suchen. Vielleicht habt ihr Glück oder ihr habt bereits einen Kopf in eurem Inventar. Ja, hier habe ich auch noch zwei von meinen Köpfen. Die gibt es leider nur einmal jeweils. Aber von der Marke, der macht immer mal wieder Köpfe. Ich finde die von der Qualität extrem gut. Und die rauche ich am allerliebsten mit Tenches. Wie man bei dem schon sieht, der ist sehr klein. Sehr, sehr kleines Depot. Das ist ein Vergleich, also ein normaler Alien. Und das ist schon nochmal ein riesen Größenunterschied. Der geht ähnlich in die 80 Feet Richtung. Genau. 80 Feet 80, einer von beiden. 80 Feet 80 von der Idee. Aber den hier rauche ich am allerliebsten mit Tenches. Der ist vom Depot für mich perfekt. Und von der Performance ist der auch richtig gut. Du kannst auch mal die Socials hier reinpacken, Erik. Dann sieht man die Socials zu den Köpfen noch. Und ja. Sonst noch was? Dann Kasala. Kuss. Jetzt aber Adali. 17:06. Fuck. Hatte ich aufgenommen. Die Kopfbauten seht ihr jetzt gleich nochmal im Zeitraffer und ihr seht gleich auch nochmal einen Vergleich, wie der Glina Alien gebaut wurde vom Alex und der Alpaca Huacaya und wo die Unterschiede zwischen den beiden Köpfen in den Kopfbauten jeweils ist bei Tenches. Dazu muss man sagen, wir haben bei beiden Köpfen Tenches Cashmere Peach in der Noir-Variante gebaut. Ja. Und ich habe noch ein bisschen K-Mint jetzt am Ende drinnen. Und man muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich bei den Kopfbauten so ist, dass sie am besten so laufen, wenn es Noir ist von Tenches. Ja, ja, also das kann man eigentlich mit allen Linien nehmen, auch mit Burley. Birko kann man ein bisschen lockerer bauen, aber ich finde den, auch wenn du den Dance baust, wie ich es jetzt gemacht habe, finde ich ihn auch gut so.
Da kriegst du halt das Längste raus am Tabak. Wir haben darüber geredet, dass ich beispielsweise damals sehr häufig den Huacaya benutzt habe mit dem Ololuki in der Birkuk-Variante. Birkuk, Birkuk, ich sag beides immer abwechselnd, also Birkuk, und da baue ich den tatsächlich fluff. Du bist kein Fan von dem fluffen Kopfbau eines Tangiers, weil, das ist vielleicht auch ganz interessant. Weil der Tabak halt viel mehr hergibt, den kannst du, also du kannst keinen Tabak vergleichsweise so lange rauchen wie Tangiers, wenn er gut gebaut ist. Mhm. Und wenn man den fluff baut, nimmt man ihm halt die Möglichkeit, dass er so lange laufen kann, dann läuft er wie ein anderer Darkblend auch. Was ist deine durchschnittliche Rauchdauer bei den beiden Köpfen jetzt am Beispiel direkt? Wie lange rauchst du einen Tangiers-Kopf in der Noir-Line, in der Birkuk-Line? Du rauchst primär Noir. Noir. Eigentlich Noir. Dann beziehen wir uns nur auf Noir. Wie lange rauchst du durchschnittlich einen Noir-Kopf? Tangiers. Mindestens 3 Stunden eigentlich. Egal welcher Kopf von beiden der jetzt hier ist. Ja. Okay. Beim Huacaya kann man halt durch Kohle nachlegen noch mehr rausholen. Aber prinzipiell würde ich sagen, der ist ein bisschen hitzeunempfindlicher einfach. Also wenn man mal ein bisschen Scheiße gebaut hat, dann verzeiht der Kopf viel mehr als der Cleaner zum Beispiel, weil das Depot einfach größer ist. Um vielleicht nochmal darauf einzugehen, dass es für Anfänger oder Leute, die etwas unerfahrener sind bei Tangiers, was würdest du jedem Anfänger am Anfang empfehlen? Also was sind so deine Top 3 Tipps, um sich in dieses Thema einzufinden? Am Anfang würde ich immer erst einen relativ großen Kopf nehmen. Also für mich persönlich ist für Tangiers ein Huacaya sehr groß. Also großes Depot. Großes Depot, breites Depot. Einfach um sich mal ranzutasten, wie der auf Hitze reagiert und wie er halt allgemein läuft. Und dann kann man sich an kleinere Köpfe rantasten. Bedeutet, du würdest für den Anfang eher auf einen Huacaya zurückgreifen. Genau. Und dann irgendwann vielleicht auf einen Alien. Genau. Ob es jetzt von Hookajohn oder von Gina ist, das kommt darauf an. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel im Vergleich noch den von Hookajohn hier, die sind ziemlich gleich. Ja, sind sehr ähnlich. Ja. Von der Glasur jetzt vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich, da kenne ich mich jetzt nicht genau aber aus. Aber prinzipiell sind die sehr ähnlich. Ja. Du kannst vielleicht auch noch ein bisschen was zum Hitzemanagement sagen, weil das ist zum Beispiel eine Variante, die ich jetzt von dir erst kennengelernt habe, dass du beispielsweise am Anfang mit wie vielen Kohlen anrauchst, egal also, welchen Kopf tatsächlich? Ich lege immer erstmal 3 rein, also beziehungsweise 2 rein, eine auf Kipp. Also 1,5 theoretisch. Man kann vorher schon an dem Kopf rauchen. Und irgendwann merkst du einfach, dass er so einen richtigen Kick nochmal bekommt. Und in dem Moment tue ich dann die Kohle runter, weil dann berührt der komplette Tabak, wie ich es schon im Kopfbauvideo gesagt habe, der dehnt sich immer extrem aus, der Tabak. Und in dem Moment, wo der Hitzekick kommt, dann berührt der Tabak komplett den Aufsatz und von daher nehme ich dann die Kohle runter. Bedeutet, du rauchst im weiteren Verlauf dann mit wie vielen Kohlen insgesamt? Meistens eigentlich mit 2 Kohlen. Okay. Also 2, die komplett drin sind. Genau, genau. Und dann über die Dauer kommt immer mehr Kohle rein. Gibt es Timestamps, wo du sagst, ey, das sind die Punkte, wo es ungefähr immer passt von der Range an Zeit und Rauchdauer, wann du die Kohle nachlegst, wann du die Kohle verschiebst und so? Das also ist ungefähr. Jeder muss wahrscheinlich selber sich da reinfinden. Jeder muss das selbst rausfinden. Es ist eher ungefähr so eine Richtung. Genau. Also ich mache mir normalerweise mindestens 4 Kohlen an, wenn ich einen Kopf-Tangiers rauche, meistens aber sogar 5 oder 6. Im Hinblick darauf, dass die Session bis zu 3 Stunden geht. Genau, dass die Session länger ist und ich ungern ganz frische Kohlen nachlege, weil die dann immer noch mal ganz andere Hitze haben. Und du den Tabak dann nicht mehr schocken willst, weil er schon relativ lange an ist, viel Aroma abgegeben hat etc. Ja, und meistens ist es so, dass ich vielleicht insgesamt, ich will es jetzt nicht in Stein meißeln, aber meistens so 10 Minuten 3 Kohlen drin habe, dann rauche ich mit 2 Kohlen weiter. So nach einer Stunde kommt die dritte komplett rein, also nicht auf Kipp, sondern komplett. Und dann kann man ja immer schauen, okay, wie balanced sich der Tabak ein, weil der braucht immer relativ lang, um die Hitze so anzunehmen. Dann legt man sie vielleicht auf Kipp oder lässt sie einfach drin und dann so in halbe Stunde Schritten lege ich immer Kohle nach. Und so kommt man halt mit 6 Kohlen dann auch gut auf die 3 Stunden. Ich denke, das ist auch relativ komisch für die Leute wirkt, weil ich glaube, so eine normale Rauchdauer, jetzt nicht auf Tangiers bezogen, sondern auf einen normalen Darkblend Virginia, ist so maximal 1,5 bis 2. Ja. Also ich denke, das ist eigentlich so die normale Rauchdauer eines Autonormalverbrauchers. Bei mir ist es nochmal anders. Ich rauche maximal, würde ich sagen, 1,5 Stunden den Kopf. Ja. Du fuckst dich immer krass darüber ab, weil du sagst, das ist komplette Tabakverschwendung. Ja, ist es auch, gebe ich auch zu, aber ich bin so jemand, ich will einfach nur diesen Kick über einen Zeitraum komplett da haben und dieses Abflachen oder dieses
auffangen, während der Tabak quasi abflacht, will ich gar nicht haben. Ja. Weil das für mich Qualitätsverlust in dem Geschmack ist, in der Session. Ja. Ich kann aber auch verstehen, jetzt gerade mit Hinblick auf die 20 Gramm, 25 Gramm Regelung und auch die, die Steuererhöhung, macht es noch weniger Sinn, so verschwenderisch damit umzugehen. Von daher ist das sogar nochmal ein wichtiger Tipp auch für die Zukunft wahrscheinlich. Vielleicht auch nochmal wichtig für die Leute zu wissen, über deine jahrelange Erfahrung, auch mit Tangiers, hast du wahrscheinlich auch schon einige verschiedene Flavor getestet von Tangiers. Was sind deine Top 3, einfach mal jetzt so aus der Hüfte geschossen? Also Top 3 ist definitiv Kashmir Peach. Ich finde, der geht immer und vom Aroma hält er auch ewig lang. Alles Noir. Alles Noir. Ich liebe auch Lemon Blossom. Mhm. Finde ich ultra geil, das Florale da drin. Das kann man nicht mit deutschem Tabak vergleichen, was das florale Aroma angeht, finde ich. Und jetzt auch eine ganz neue Sorte von Tangiers, die gibt es aktuell nur in Amerika, ist der Mango. Also allgemein gibt es ihn ja fast nur in Amerika, aber der Tangiers Mango ist für mich einer der besten Fruchttabake aller Zeiten. Aber der hält das Aroma nicht so lang wie ein anderer Tangiers. Also den raucht man eher wie einen normalen Dark Blend, so 1,5 bis 2 Stunden vielleicht, weil der dann ziemlich dramatisch abbricht vom Aroma. Okay. Meine persönliche Top 3 kann ich auch nochmal eben sagen. Ich zum Beispiel, absolute Nummer 1 für mich Ololuki. Ob es jetzt der Noir oder Birkok ist, ich habe sehr viel Birkok bei Ololuki geraucht, feiere den extrem. Foreplay on the Peach war eine lange Zeit auf Platz 1 bei mir. Foreplay ist auch richtig gut, ja. Also fand ich auch sehr, sehr stark und mittlerweile würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass K-Peach auch schon in den Top 3 bei mir ist, weil er hat den jetzt wieder mitgebracht, ich hatte den dauerhaft da, du hast den immer so ein paar Mixes reingestreut und so. Absolut guter Tabak, ist nicht zu viel Kaschmir drin, was mich bei manchen vielleicht so ein bisschen stört, bei manchen Kaschmir-Flavern. Also für Leute, die sich an Kaschmir-Flavor rantrauen wollen, kann ich am meisten eigentlich Kaschmir Guava empfehlen, also Guajava heißt der, Kaschmir Guajava. Der hat am wenigsten Kaschmir-Anteil von den ganzen Kaschmir-Sorten. Welchen ich auch noch gut finde, um das vielleicht nochmal zu erweitern, K-Mint steht eigentlich über allem, so der geht immer. Der geht immer. Das ist aber jetzt nicht so eine besondere Nennung eines Flavors. K-Mint ist einfach K-Mint von Tangiers und bleibt wahrscheinlich für immer unerreicht. Es gibt ein paar, die in die Richtung gehen, aber für mich ist K-Mint K-Mint und das ist es. Und mittlerweile Kashmir Black. Ich muss sagen, Kashmir Black fühle ich aktuell auch sehr, sehr krass. Ja. Gibt es auch fast nirgendwo gefühlt. Also der ist sehr, sehr häufig schnell weg. Falls auch die Frage in den Kommentaren oder in den Insta-DMs kommen, wo man Tangiers kaufen kann, schwierig. In Spanien gibt es Tangiers mittlerweile auch in den Estancos zu kaufen. Ich denke, ihr habt es in den Spanien-Vlogs bzw. in Spanien-Stories gesehen, als ich mit Yannick dort war. Wenn ihr da Glück habt, bekommt ihr auch ein paar beliebtere Flavor, sagen wir mal so. Hier ist zum Beispiel der Blitzsturm, der ist aus Spanien. Alle anderen sind die auch wirklich aus den USA direkt kommen. In Deutschland gibt es Tangiers nicht, muss man so ganz klar sagen. Nicht mehr, leider. Nicht mehr, stimmt. Es gab eine Zeit lang vor 6 Jahren, ungefähr 7 Jahren. 4, 5. Oder 4, 5, 6. Es gab zwischenzeitlich auch mal noch mal welche. Ja, aber mehr so unter dem Radar. Unter dem Radar, ja. Auf jeden Fall gibt es Tangiers aktuell nicht in Deutschland, außer ihr habt eure Kontaktpersonen an der Stelle, aber da können wir nicht mehr zu sagen. An der Stelle freut es mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Darauf gehen wir dann auch nochmal ein. Und falls vielleicht nochmal Bedarf darüber hinaus besteht, auf andere Sachen nochmal einzugehen, auch gerne Kommentar, Feedback geben, Like da lassen, Abo auf dem Channel. Ansonsten vielen Dank, dass du mit deiner Expertise mit am Start warst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Kuss. Macht's gut.